Glenn! Mein Kopf! Glenn, schau, wo wir sind! Schau dir diese Kleidung an! Sind wir wieder im Gefängnis? Wer ist das? Kubikov! Was ist mit ihm passiert? Siehst du das? Oh Mann, mein Kopf tut weh! Schau, was mit Kubikov passiert ist! Kubikov! Kubikov, du! Wie? Er hat einen Puls! Kubikov! Kubikov! Was ist hier los? Was ist hier los, Jungs? Wir sind irgendwo gelandet. Anscheinend sind wir, wenn man unsere Kleidung getragen hat, im Gefängnis. Was ist das auf meinem Gesicht? Das ist ein Bart. Ich weiß nicht, wie lange wir hier waren. Schauen wir mal, wie man das hier macht. Ah, Vlad, hier sind die Scheren. Okay, Kubikov, versuch mal aufzustehen. Glenn, wie geht es dir? Mir geht's okay, mein Kopf schmerzt sehr. Jungs, wie erwartet, nach dem Einbruch in das Haus haben wir uns ins Gefängnis gesteckt. Und wahrscheinlich ist dieses Gefängnis noch härter geworden. Und es ist viel schwieriger, von hier zu entkommen. Mein Name ist Vladafir, gelernt Kubikov. Und heute drehen wir Flucht aus dem Kartongefängnis Teil 2. Also Jungs, wir müssen uns umsehen. Was haben wir hier? Jungs, hier haben wir diesen Bart. Was ist das überhaupt? Ich habe noch nie so einen Bart gehabt, Alter. Er ist sehr lang. Basierend auf deinem Bart könnte man vermuten, dass wir hier etwa ein halbes Jahr verbracht haben. Oder sie haben dich irgendwie verändert. Und was ist das für ein Helm? Einige Kabel. Jungs, erinnert sich jemand an etwas? Ich erinnere mich an nichts. Vielleicht haben sie unsere Erinnerung irgendwie gelöscht. Vielleicht wollen sie unser Wissen über YouTube stehlen. Ja, das sind sehr wertvolle Informationen. Kubikov, erinnerst du dich, woran hast du gedacht, als dieser Helm auf dir war? Ja, Jungs. Da war irgendein weißer Raum mit weißen Wänden. Sie waren weich. Ich wäre fast verrückt geworden, oh Mann. Handschellen, Kubikov, suche den Schlüssel. Wir müssen uns irgendwie befreien. Okay, schauen wir, was hier ist, ey. Einige Gläser. Jungs, es gibt keinen Schlüssel für die Handschellen. Aber das ist ein Notizbuch. Das Passwort nicht vergessen. Einige Formeln, Lösungsmittel. Ich habe eine Idee. Alter, hey, Vlad, komm mal her. Hör mal zu jetzt. Strecke deine Hände aus. Wir werden jetzt mit diesem Lösungsmittel die Handschellen auflösen. Er ist doch ein Genie, Glenn. Also, wir brauchen Backpulver. Backpulver. Essig. Ich bin so aufgeregt. Wir brauchen Sprite. Und rosa Schleim. Gießen wir 2 Tropfen Sprite. 2 Tropfen. Ich glaube, du hast so viel gegossen. Es ist in Ordnung. Es steht geschrieben, dass man mit Essig nicht geizen soll. Backpulver hinzufügen, die Kette hinlegen und... Oh, schau das nur an! Ich habe gesagt, dass es funktionieren würde. Komm, hey, mach weiter. Ich auch. Okay, und? Oh, Kubikov, vielleicht haben sie dich stattdessen klüger gemacht. Ich weiß nicht. Schauen wir uns weiter um. Hier ist eine Tür. Eine Steuereinheit, Jungs. Sie funktioniert nicht. Als Tech-Blogger möchte ich sagen, dass das wie ein Tablet aussieht und ist wahrscheinlich einfach nur, dass der Akku leer ist. Was für Ding habt ihr? Ah, genau, Jungs. Oh. Ist das ein Ladegerät? Wer hat es reingeschmuggelt? Nun ja, ich trage es immer bei mir. Wahrscheinlich kontrollieren sie Unterwäsche nicht. Okay, hier haben wir ein Ladegerät fürs iPhone, für Android und für Tablets. Also Jungs, hier gibt es keinen Ladewürfel. Wir brauchen eine Steckdose. Was ist das? Das ist ein Türschloss. Aber es ist nicht klar, wie es funktioniert. Kurz gesagt, wir brauchen Strom. Wir nehmen diesen Kabel mit Strom dahin, wir reißen diesen Draht ab, der Strom hat, reißen hier ab, kleben zusammen und verbinden das mit dem Tablet. Hört sich nach einer guten Idee an. Kubikov, Scheren. Richtig. Schneide. Dann mein Lieblingslagergerät. Für unser Überleben. Okay. Toll. Also Glenn, jetzt bist du dran. Verstanden. Suche nach Klebeband. Hier ist es. Passen wir es zusammen? Ah, perfekt. Jetzt das Ladegerät und... Los, ja, Mann. Geht's. Ja, es hat funktioniert. Das Tablet wurde entsperrt, aber jetzt brauchen wir das Passwort. Oh, erinnert ihr euch an die Notiz im Notizbuch? Aber das Problem ist, dass es hier kein Passwort gibt. Moment, oder gibt es doch etwas? Einige kleine Punkte. Ich kann sie überhaupt nicht sehen. Jungs, Mikroskop. Genau, ein Mikroskop. Lassen wir es versuchen, es zu sehen. Glenn! Ja? Was? Ich sehe Zahlen! Was? Gib's ein! 7, 6! 7, 6? 32! Es hat funktioniert! Probier's aus! Los geht's! Oh!
Wow, Jungs, ich glaube, ich weiß, was es ist. Oh, das ist der Beweissicherungsraum. Das ist der Ort, an dem die Beweismittel auch bewahrt werden. Meine Sachen. Was gibt es hier noch? Schaut mal, das ist doch unsere Kamera. Also, Jungs, weiter geht's. Hier gibt es Papiermappen und ich schlage vor, dass wir uns darin ein paar Sachen sammeln. Vielleicht werden sie bei uns in der Flucht helfen. Los geht's. Also, ich nehme den Superkleber, den Knetgummi, Magnete. Könnten nützlich sein. Ich nehme alle meine Sachen mit. Und ich sehe auch noch ein weißes Kabel. Es kann nicht schaden. Hier, nimm. Aha. Oh, schaut mal, eine Badekappe. Ich habe schon ein paar Päuschen gespielt. Wer weiß, was uns hier wartet. Gut, wow, hier ist ein cooler Satz. Kreise, Brillen, Klebeband. Glenn, was ist das für ein Schlüssel? Schau mal, eine Badekappe. Und, Jungs, das ist ein Schatz, schaut mal. Wisst ihr, was es ist? Ein Mikrofon. Das ist eine Kamera. Du steckst dir ein Telefon und kannst die Kamera in jedes Loch stecken. Das könnte in einer Pappe-Gefängniszelle nützlich sein. Blatt, dieser Schlüssel öffnet Handschellen. Wow. Oh, Freiheit. Ach, klasse. Also hier ist noch ein Bügeleisen. Zu schwer, ich nehme das nicht mit. Ich nehme das USB-Kabel und das ist eine Handbohrmaschine. Eine coole Sache, Mann. Ich nehme sie mit. Also, Glenn, nimm unsere Kameras. Hier, das ist deine. Ein Knopf. Was ist das für ein Knopf? Sollen wir draufklicken? Oh, ich weiß nicht, Vlad. Anscheinend haben wir keine andere Wahl. Hat sie die Tür geöffnet? Und das alles? Einfach so? Das kann nicht sein. Na gut, ich gehe mal da rein. Also, Kapikopf, los geht's. Los geht's. Hey, Jungs! Vlad! Vlad, es lässt sich nicht öffnen, Mann! Der Knopf funktioniert nicht! Jungs, anscheinend hat er sich getrennt! Dann suchen wir nach einem anderen Ausweg! Na gut, Leute, ich bin wohl allein unterwegs! Okay, Kapikopf, wir müssen etwas tun! Verdammt, vielleicht kann man die Tür einfach aufheben! Oh mein Gott, sie ist aus wie Titan! Schaut mal! Hier ist eine hohle Wand, als ob da etwas dahinter wäre. Also, mein erster Eindruck ist, dass ich mich in einem Serverraum befinde. Schaut mal, hier gibt es eine Internetverbindung. Also scheint das... Aha, Leute, wir haben hier ein Problem. Schaut mal, das ist ein Labor. Im Moment sieht es so aus. Offensichtlich haben wir die Überwachungskamera nicht bemerkt. Jungs, ich weiß, was zu tun ist. Ich habe genug Filme über Spione gesehen. Ich muss die Datei mit dieser Aufnahme finden, sie ganz am Anfang abspielen und dieses Bild auf die Kamera setzen. Das ist mega Intellekt. Okay. Oh, wir haben hier eine Festplatte gefunden. Uff. Ich denke, das ist unsere Rettung. Okay, los geht's. Passt hier nicht rein. Und hier auch nicht. Jungs, das ist ein MacBook doch. Im MacBook haben wir diese Anschlüsse. Ja. Wartet, schaut, was ich habe. Diese Kamera mit einem Kabel. Aber dazu habe ich so einen Adapter. Das ist genau das, was ich brauche. Hoppla. Ja, Jungs, das hat geklappt. Diese Datei habe ich jetzt auf meinem Computer. Schaut mal. Da sind wir. Okay, ich spule jetzt alles ganz am Anfang. So, hier haben wir uns gerade aufgelegt. Die Kamera ist installiert. Okay. Hört ihr Schritte? Offensichtlich hat es funktioniert. Puh, mein Herz ist fast stehen geblieben. Ich hatte es rechtzeitig geschafft. Puh. Also, da sind einige Kisten. Glenn, nimm einen und hilf mir. Na gut, lass uns das mal auseinandernehmen. Ich hole die Axt. Hinter dieser Wand muss definitiv etwas sein. Da ist definitiv etwas. Wir müssen da hineinkommen. Kapikopf, was hast du da? Ich habe auch einen Durchgang gefunden. Versuche da reinzukommen, wie immer. Auf mich ist Verlass, Leute. Auf Time. Na los, los. Wow, Jungs, schaut nur. Hier haben wir Waschmaschinen mit Kleidung und Socken. Mal sehen, ob die Waschmaschine funktioniert oder nicht. Oh nein, sie hat nicht gewaschen, definitiv nicht. Aber wir könnten es in die Waschmaschine stecken. Wir erleichtern das Leben des Gefangenen. Oh. Alles klar, die Maschinen laufen. Oh, schaut mal, was wir hier haben. Eine Toilette. Ich frage mich, ob sie spült oder nicht. Sie saugt alles ein. Es ist genau wie diese Toilette im Flugzeug oder im Zug, die alles einsaugen, was sie sehen. Lass uns das überprüfen. So. Wow, wow, krass, schaut nur.
Also Jungs, ich möchte jetzt die Toilette komplett vollstopfen und dann die Spültaste drücken. Wir haben bereits viel Toilettenpapier hineingelegt und lass uns schauen, wie diese Toilette damit jetzt zurechtkommt. Oh, schaut euch, sie saugt uns alles ein. Alles klar, Sauberkeit. Aber das ist noch nicht alles. Direkt hinter euch gibt es eine Tür. Und wisst ihr was? Sie ist offen. Ich hab's doch gesagt. Wow, okay, wo bin ich hier gelandet? Also, ist das ein echter Schießstand? Blaste super, eine Tür. Ein Schalter. Also der Schalter ist nicht für die Türen. Na gut, wir kümmern uns später um die Tür. Jetzt habe ich wirklich Lust, auf die Ziele zu schießen. Also, welchen Blaster soll ich wählen? Nehmen wir mal den. Zielen. Schuss. Gut, dass es einen Mechanismus gibt, um die Ziele heranzubringen. Jetzt verschiebe ich das Ziel zu mir und sehe, wo ich getroffen habe. Also. Stopp. Was ist das für ein Durchgang da drüben? Also, hier gibt es Schienen. Ein Wagen. Das ist irgendeine Art von unterirdischer Tunnel. Ey, das ist eine Überwachungskamera. Gut, dass ich ein treffsicherer Schütze bin. Ich werde die Kamera mit diesem Blaster ausschalten. So, jetzt können wir auf jeden Fall in diesen Tunnel klettern. Okay, Leute, es scheint, als wäre er weg. Aber wir müssen sicher sein. Ich habe eine Kamera mit einem Kabel. Ich setze dieses Ding zurück und das hier ist der Bildschirm von der Kamera. Seht ihr, wie es funktioniert? So, und das ist hier ein Kabel. Stellt euch vor, wie weit es hineinschieben kann, um zu sehen, was drin ist. Also, um die Kamera zu benutzen, muss ich ein Loch machen und dann stecke ich sie ein und schau. Und damit wird mir die Bohrmaschine helfen. Jetzt werde ich ein Loch machen. Der Loch ist fertig. Na Leute, seid ihr bereit? Jetzt stecke ich da rein. Und was sehe ich? Da ist ein Hebel. Ein weiterer Hebel. Gut. Oh, das sind unsere Bilder. Was machen die da? Wisst ihr, was wichtig ist, dass ich sehe, dass der Wachmann jetzt weg ist und ich kann mich da reinschleichen. Los geht's. Also die Tür ist auf. Los geht's. Ein Wagen. Hier ist ein Knopf. Wahrscheinlich kann ich mit diesem Knopf den Zug starten, damit er mich ans Ende des Tunnels bringt. Oh, der fährt los. Na gut, wahrscheinlich ist das ein altes System. Oh, da sind einige Treppen. Vielleicht ist das ein Ausweg? Ich sollte es versuchen. Also. Wow, Leute, wir haben uns nicht geirrt. Wir sind wirklich hier gelandet, weil wir das Haus des Millionärs ausgeraubt haben. Aber wirklich, was für eine Ungerechtigkeit. Sie haben unser Spiel gestohlen. Wir haben nur zurückgehört, was uns gehört. Warum haben sie uns ins Gefängnis gesteckt? Also, was sind das für Kassetten? Aha, sie sind alle beschriftet. Hier steht alle Missgeschicke von Kubikov. Vlad A4 Spatzer. Das würde ich vernichten. Also, was ist hier? Wow, das ist wirklich hardcore. Fetze, die bei dem Schnitt hier rausgenommen wurden. Na gut, Leute, ich werde eine dieser Kassetten stellen. Warum eine? Weil sie definitiv nicht bemerken werden, dass eine hier nur fällt. Jetzt muss ich nur wählen. Vlad A4 Batzer oder Fetze, die beim Schnitt hier rausgerollt wurden. Nein, Leute, ich nehme die Witze mit. Den, wenn das rauskommt, wird der Wert der Kassetten mit Vlad A4s passen in die Höhe schnellen. Nee. Also, was ist das hier? Das ist ein Archiv. Mal sehen, was sie über uns haben. Also, Kubikov, nun ja, wie immer, hinterlistig, betrügerisch, schummelnd, säuft, nichts Neues, Leute. Also, mal sehen, was sie über Vlad A4 haben. Also, was ist das? Seht hier so viel Papierkram über mich. Oh, ein ganzer Stapel. Wow, hier dürfen sich sicherlich nicht die Gefangenen aufhalten. Leute, das ist ein Aufzug im Gefängnis. Ich weiß nicht, ob er nach oben kommt. Lass uns versuchen, ihn zu rufen. Okay, lass uns warten. Leute, der Aufzug kommt. Ein Pappaufzug. Gleich jetzt. Leute, das ist ein echter Aufzug und man kann sogar einsteigen. Und es ist ungewiss, wo ich herauskommen werde. Soll ich auf irgendwas drücken oder nicht? Nun, Glent wäre nicht Glent, wenn er nicht ein Risiko eingeht. Also, runter geht's. Oh, das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, wir fahren irgendwo hin? Es ist gruselig. Lass uns mal schauen, was bei den Jungs passiert. So, eine Treppe. Sehr enger Raum. Da ist ein Stock. Ich nehme ihn vorsichtshalber mit. Mist, ein Wachtmann. Aber er hat dort Schlüssel und schläft. Ich habe Magnete dabei.
Dabei befestige ich die Magnete mit Klebeband an diesen Stock und ziehe einen Schlüssel raus. Hoffentlich hält die Konstruktion. Geschafft! Ja, ich habe die Schlüssel. Verdammt, wie cool ist das denn? Das sind definitiv die Schlüssel zu diesem Schloss. Zurück geht's. Der Knopf. Los geht's. Wow. Oh, das war eine Achterbahnfahrt. Also, oh puh, Abenteuer heute sind der Hammer. Aber immerhin habe ich dem Wachmann die Schlüssel gestohlen. Sie passen definitiv ins Schloss. Also, dieser passt nicht. Also, vielleicht, er passt. Ja, ja, weiter geht's. Wow, das ist eine Überraschung. Also. So, hier ist die Information über meine Pannen und Finanzinformation. Okay, die Finanzinformation nehme ich. Aber die Pannen lassen wir hier. Was haben wir über Glenn? Was zum... Leute, vor mir ist ein Foto. Glenn würde $1 Million gegeben, um es zu verändern, dass dieses Foto ins Internet gelangt. Aber es ist so lustig, Leute. Ich möchte es euch unbedingt zeigen. Lasst uns drauf ein. Wenn wir unter diesem Video 500.000 Likes bekommen werden, werde ich das euch auch zeigen. Leute, ich verspreche euch, ihr wollt das sehen. Na gut, ich glaube euch aufs Wort. Hoffentlich habt ihr 500.000 Likes gegeben. Glenn wird mich umbringen, wenn dieses Foto auftaucht. Also seid ihr bereit? Yes, Glenn in Windeln. Wie alt war er hier? Warum trägt er Windeln? Dies zu trinken von so zählt es niemandem, bitte. Oh, hier ist eine Polaroid-Kamera. Ich mache ein paar Erinnerungsfotos, damit ich diesen großartigen Moment nicht vergesse. Was war das? Also ein Foto ist gut, aber Leute, als der Blitz aufleuchtete, schien es mir, als ob etwas an der Wand gemalt wäre. Also mir scheint, hier würde eine Art Farbe verwendet, die bei der Blitzlicht durchscheint. Also? Ja, ich hatte recht, schaut her. Hier ist ein Pfeil nach oben, rechts, unten, links. Und wofür sind diese Hebel hier? Vielleicht muss man den roten Hebel benutzen. Also los geht's. Hoch, rechts, runter, links. Wow, die Tür hat sich geöffnet. Was haben wir dort? Da ist irgendwelche Ruhe. Ich glaube, das ist der Heizungskeller. Los geht's. Wow. Leute, ich glaube, das ist eine Abstellkammer. Alles hier ist durcheinander. Und da ist ein riesiger Haufen Schrott. Und da die Fortsetzung des Raumes. Leute, das ist noch nicht das Ende. Über diesen Weg können wir sicherlich irgendwo hingelangen. Aber die Kisten sind viel zu schwer. Ich werde einfach nicht genug Kraft haben, um sie wegzuschieben. Lass uns mal schauen, vielleicht gibt es hier, das uns hilft. Irgendwelche Kleidung, Schnüre und Kabel. Oh, ich habe einen Schwimmreifen gefunden, Leute. Mir kam gerade eine Idee mit dem Schwimmreifen. Aber dafür muss ich noch etwas finden. Also, das ist nicht ein Gummi. Jackpot! Schaut mal, was ich jetzt machen werde. Ich möchte den aufgeblasenen Schwimmreifen in dieses Loch stecken, ihn mit einer Pumpe verbinden und durch den Druck der Wand herausdrücken. Also, solange er entleert ist, passt er hier gut hinein. Nun gut, wir schalten es ein. Der Druck funktioniert! Noch ein bisschen und die Wand wird definitiv aufbrechen. Schaut nur! Los, 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 auf geht's, auf geht's! Schwimmreifen, ich liebe dich einfach. Gut, lass uns weitergehen. Leute, hier ist irgendein Tunnel. Schaut her, die Ratten haben ihn anscheinend durchgeknabbert. Übrigens, es riecht hier nicht sehr gut. Ja, es riecht nach Abwasser, aber es gibt keinen Weg zurück. Oh, los geht's. Das habe ich hier definitiv nicht erwartet. Irgendwelche Hantelscheiben. Oh, ich weiß, das ist für das Training. Genauso irgendwelche Pokale hier. Serioga? Was macht ihr auf den Plakaten? Verdammt, Serioga ist wirklich ein mysteriöser Typ. Habt ihr das bemerkt, Leute? Na gut, damit beschäftigen wir uns später. Was gibt's sonst noch hier? Boxhandschuhe. Ich habe immer davon geträumt zu boxen. Und am wichtigsten ist, schaut, was es hier gibt. Einen echten Boxring. Unglaublich, Leute. Oh, Leute, ich habe echt Bock zu boxen. Okay, alles klar, dafür ist jetzt keine Zeit, Alter. Wir brechen jetzt aus dem Gefängnis aus. Okay, da ist eine Tür. Keine Schlösser hier. Wahrscheinlich ist es auch automatisch. Wie kann ich sie öffnen? Ich sehe eine Fernbedienung. Also Face ID? Das bedeutet, die Tür öffnet sich durch Gesichtserkennung. Versteht ihr? Versuchen wir es. Was
soll ich tun, Alter? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ha? Was soll ich tun? Oh, Alter, was soll ich... ich habe eine Idee. So? Anscheinend ist das hier eine echte Heizung. Schaut, hier blinkt sogar das Licht in der eine Heizung. Hoho! Lass uns mal sehen, was wir hier haben. Da sind Likes, irgendwelche Tennisbälle und Abonnements. Hört ihr das? Stille! Aber wisst ihr, wie es in der Heizung klingen sollte? So. Die Maschinen sollten arbeiten. Ich glaube, ich habe es verstanden. Der Mechanismus funktioniert nicht. Es fließt kein Wasser durch die Ruhe. Lass uns versuchen, einzuschalten. Hier kommen die Likes. So, jetzt die Abonnements. Die Mechanismen haben funktioniert. Die Likes und Abonnements fließen durch diese Ruhe. Und ich hatte das Gefühl, dass die Ventile geschlossen waren. Mir geht es nicht gut. Es ist Sommer, aber draußen ist kalt. Leute, jetzt geht runter und überprüft den roten Abonnieren-Knopf. Vielleicht hat er bei euch einfach nicht funktioniert. Macht ihn unbedingt grau. Und vergisst nicht, Likes zu setzen. Nur eure Aktivität kann uns wärmer machen. Also Leute, was ist das für ein Ruhe? Tennisbälle? Was haben sie hier zu suchen? Lass uns überprüfen, ob es funktioniert oder nicht. Wozu braucht man hier überhaupt Tennisbälle? Hier ist eine Tür und sie ist natürlich verschlossen. Na, 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 denk. Ich habe eine Idee. Der Hahn ist abgeschaltet. Lass uns das Rohr entfernen. So. Und was, wenn ich das Rohr mit dem Tennisbällen auf die Tür richte, dann den Hahn öffne und die Tennisbälle die Tür einfach aufstoßen? Nun, seid ihr bereit, Leute? Ich denke, es wird lustig. 3, 2, 1. Die Bälle fliegen los. Stopp sie. Krass. Wenn Likes mit dieser Geschwindigkeit fliegen sollen, werden wir bald jeden Tag Videos veröffentlichen. So, Leute, das war der Wahnsinn. Puh, Zeit runterzugehen und die rote Schaltfläche zu drücken. Wir gehen immer bis zum Ende mit den Jungs und wir werden es auch weiterhin tun, bis alle roten Knöpfe grau werden. Und mir ist in dieser Zeit eine geniale Idee gekommen. Wisst ihr, worin meine Sachen liegen? In einem Ziploc-Beutel. Er ist wasserdicht und ich zeige euch, was ich damit machen möchte. Ich nehme meine Sachen und packe sie in den Rucksack. Mache den Beutel zu. Wasserdichte Kiste. Nehmen wir unseren Ziploc-Beutel, stecken jetzt den Rucksack hier hinein. Auch die Turnschuhe werden mir nützlich sein. Alles ist bereit, ich tauche ein. So Leute, kein Schritt mehr zurück. Bleibt nicht zurück, lasst ein Abo da. Ich weiß nicht mehr, was ich euch sagen soll. Es stinkt, aber es ist so cool. Oh, mein Ziploc-Beutel. Also gut, jetzt muss ich nur noch den Ausgang finden. Wo ist er? Wo ist er? Oh, Leute, das ist es anscheinend das, wonach ich gesucht habe. Ich nehme meine Sachen. Das sind meine trockenen Sachen. Ich werde mich jetzt gleich umziehen, aber ihr solltet das Beste nicht sehen. So, Leute, ich habe mich bereits umgezogen. Ich bin komplett trocken. Es hat wirklich gut geklappt. Lasst uns weitergehen. Wow, das ist wirklich so, Jungs. Da habe ich mich ganz schön reingeritten. Aber anscheinend passt es sogar zum Thema, weil das ein Müllraum ist. Schaut mal, das ist ein Müllton. Hier ist auch Müll. Müll, ein Eimer mit Wasser. Oh, oh Glenn! Oh, hallo, Mann! Wo kommst du her? Ich war in... Ja, das war eine lange Geschichte. Ich musste da einiges durchmachen. So, Serioga, du rettest uns immer in den schwierigsten Momenten. Ja, ich höre anscheinend die Jungs. Keine Zeit zu verlieren. Scannen wir das hier. Geschafft! Serioga, danke! Also müssen wir weiterfliegen. Oh, Jungs! Oh, wir haben gerade über dich gesprochen. Oh, Glenn, du riechst irgendwie komisch. So, und woher hast du diesen Merch? Das ist eine lange Geschichte, schaut im Video nach. Okay, Jungs, wir müssen uns irgendwie herauskommen. Aha, oh, und was haltet ihr von diesem Gitter? Glenn, versucht es zu öffnen. Wie immer, die Gitter sind verschlossen. Woher kommen so viele Tennisbälle hierher? Das ist eine lange Geschichte. Müll? Wow, hier gibt es viel davon. Ja, ja. Also Leute, wir müssen überlegen, wie ich hier rauskomme. Was sehen wir? Müllton, Eimer, Feuermelder. Jungs, was haltet ihr davon, ein Feuer zu machen und das System kurz zu schließen? Und das Gitter erhebt sich automatisch. Normalerweise passiert das bei einem Feuer. Wenn jemals ins Gefängnis kommt, macht es so. Jungs, ich habe mich an eine Sache erinnert. Ich werde gleich da sein. Was habt ihr denn vor?
Wir können den Bügeleisen reinwerfen. Und ein Feuer starten. Ich stecke es in die Steckdose. Leute, tut das auf keinen Fall zu Hause, verstanden? Nur wenn ihr im Gefängnis landet. Also, so, warten wir jetzt. Oh, es wird wärmer. Es funktioniert, es funktioniert, Jungs. Er ist richtig verbrannt jetzt. Ja, klappt. Die Melder. Los, der Rauch. Oh, es hat funktioniert. Es funktioniert. Die geht an sich raus. Geht raus, ich höre das Feuer. Ja, danke, Vlad. Freiheit! Jungs, wir sind endlich frei! Atmet diese Luft ein. So, Leute, ich hoffe, euch hat diese Flucht aus dem Gefängnis gefallen. Wenn ja, dann setzt bitte ein Like. Ehrlich gesagt, will ich schon wieder etwas anstellen, dass man uns wieder ins Gefängnis steckt. Ist das ein Hinweis auf einen dritten Teil? Nun, ich weiß nicht. Na gut, Leute, mit euch war Vlada 4 gelernt. Kevikov, tschüss euch allen.